Ja, einen wunderschönen guten Morgen wieder an alle. Ich habe den Lukas wieder dabei. Er begleitet mich jetzt des Öfteren, wie aber schon in den vorherigen Videos erwähnt. Wenn ihr euch fragt, warum es etwas rauscht gerade im Hintergrund, wir befinden uns gerade am Wehr in Bad Blankenburg, sind heute mit den Rädern unterwegs, aber keine Angst, es wird keine Radtour. Wir fahren wieder zum Klettern und zwar wieder an den Kirchfels. Heute wollen wir uns den unteren Kirchfels vornehmen und höchstwahrscheinlich auch Top Rope klettern, weil die Routen am unteren Kirchfels etwas schwieriger sind. Also da befinden wir uns schon im 4., 5., 6. Schwierigkeitsgrad. Und so wie wir gelesen haben, lässt sich das Seil von oben auch sehr, sehr gut einrichten. Wenn ihr Bock auf die Tour habt, kommt mit, schaut es euch an, ob uns unser Vorhaben heute gelingt. Wenn euch das Video gefällt, wie immer den Daumen nach oben drücken und das Abo natürlich nicht vergessen, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Also, bis später! Ja, also wir sind jetzt am unteren Kirchfelsen angekommen, werden uns jetzt nach dem Einrichten des Seils nach unten abseilen und werden dann unser gelegtes Seil jetzt zum Toprope-Klettern natürlich nutzen. Es sind wahrscheinlich zwei Routen mit dem Toprope, das wir jetzt hier gelegt haben, möglich. Und ja, also ich melde mich sicherlich dann unten wieder, beziehungsweise erst einmal viel Spaß bei den Routen, die wir jetzt hier durchklettern werden.
Ja, unser Vorhaben Toprope, das wurde erfolgreich bewältigt. Wir haben jetzt eine Tour gemacht, und zwar den Frühlingsweg, angegeben auf der Topo mit ungefähr 5, wahrscheinlich auch 5, würde ich jetzt auch so einschätzen. Zwei Schlüsselstellen dabei, einmal direkt unten beim Einstieg und dann noch einmal leicht überhängendes Gelände. Ansonsten wirklich Genuss pur, würde ich jetzt einfach mal sagen. Und ich kann euch den Weg auch mal ganz kurz zeigen. Und zwar, wenn wir jetzt hier runterschauen, direkt dort, wo das Seil auch weitergeht, verlief der Weg. Und dann noch mal eine Stufe weiter unten, also ungefähr, würde ich jetzt sagen, 20 Meter. Und ja, wir haben uns jetzt noch dafür entschieden, weil das Wetter wirklich perfekt ist, den Südweg am oberen Kirchfelsen zu machen. Und ja, ich sage jetzt einfach mal, wenn ihr weiterhin Bock habt, bei der Tour teilzunehmen, dann bleibt einfach dran. Ja, zurück in der Zivilisation. Wir befinden uns aktuell an der Schwarzer Mündung, wo die Schwarzer in die Saale mündet. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, warum gab es kein Gipfelvideo? Lag daran, ich hatte vergessen, den Akku zu wechseln. Aber ihr könnt mir glauben, wir haben es geschafft. Und bevor ich jetzt mein Fazit ziehe, würde ich den Lukas erst einmal zu Wort kommen lassen, damit er seine Einschätzung geben kann zu den zwei Wegen, die wir heute geklettert sind. Und würde jetzt einfach sagen, ja, bitte. Ja, also die Radtour zum Kirchfelsen war auf jeden Fall der perfekte Einstieg an den heutigen Tag. Und gestartet sind wir, wie ihr gesehen habt, am unteren Kirchfelsen. Das war die Schwierigkeit 5. Hat mir auf jeden Fall alles abverlangt. Das war auch das erste Mal, dass ich die Schwierigkeit 5 geklettert bin. Anschließend sind wir an den oberen Kirchfelsen gewechselt. Das war die Schwierigkeit 4. Ich hatte das Glück, dass ich der Nachsteiger war. Und deswegen fand ich die Route auch relativ einfach, oder ich sag mal,
jetzt nicht sonderlich schwer. Und im Großen und Ganzen war alles eigentlich ein super gelungener Tag. Und ja, mehr kann ich eigentlich nicht hinzufügen. Ja, wie gesagt, dem würde ich mich natürlich anschließen. Als Vorsteiger auf dem Viererweg war es natürlich etwas kompliziert, auch die richtige Wegfindung einzuschlagen. Der ein oder andere wird es erkennen, meine Knie sehen etwas lädiert aus, aber ein Großer hatte schon mal gesagt, der Schmerz vergeht, der Stolz bleibt. Von daher alles super gelaufen, Läsuren nimmt man gern in Kauf. Und ich hoffe jetzt natürlich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn dem so war, gern den Daumen nach oben drücken. Und wer es noch nicht getan hat, gern den Kanal auch abonnieren, damit ihr immer auf dem neuesten Stand bleibt. Und an dieser Stelle bleibt uns beiden nichts übrig, als uns von euch zu verabschieden. Demzufolge, macht es gut. Macht's gut. Ciao.